Des Königs Not wurde von Zorn übertrumpft. Jene, die helfen konnten, waren vernichtet. Durch ihren Tod entstand eine neue Macht aus der Sünde sowie eine Armee, die erneut leben sollte. Begib dich zur Stadt der Toten, erkunde die Stadt der Toten, besiege den klagenden Gastgeber, triff dich mit der Seele, haben wir getan. Wir sollen jetzt zum Baum des Todes zurückkehren. Selbst im Tod folgt der Krähenvater dir. Reise zurück zum Baum des Todes, wo gemäß seinen Worten deine nächste Reise beginnen soll. Bevor wir das machen, also die Aufgabe, die Stadt der Toten, weiter zu verfolgen, weil dann heißt es für uns, in die nächste Welt zu reisen, möchte ich ganz gerne diese Zwischenquests hier vorher erledigen. Sprich, wir haben ja die Aufgaben, die, ich glaube, insgesamt 4 großen waren, das zu töten. Achidna selber haben wir schon getötet, da müssen wir eigentlich nur noch zu Tane zurück und ihm davon berichten. Aber uns bleibt noch Beitir, der in den Schmiedelanden sein soll. Der Ronhold, der ebenfalls in den Schmiedelanden sein soll. Und der abgesetzte König, der ist allerdings hier in der Stadt der Toten, also werden wir den zuerst machen. Gut, dann setzen wir den jetzt mal eben auf aktiv. Das heißt, wir nehmen die mal eben raus. Warte. Können wir das mal eben ändern? Abgesetzter König, aktiv. So. Okay. Und jetzt Weltkarte. Und der abgesetzte König, der war ja hier vorne. Da können wir, glaube ich, so direkt hin reisen. Ja. Dementsprechend bleibt uns hier eigentlich in der Stadt der Toten nur noch das Labyrinth des Seelenlenkers. Das werde ich aber auch nochmal extra schalten. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann aufteilen werde von den Folgen her. Wahrscheinlich dann so unterteilen in Folge so und so viel, Punkt 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, je nachdem, wie lange diese Quests dauern. Und ich werde die dann eben durchnummerieren, dass man praktisch dann bei der nächsthöheren Zahl weitermachen kann, um die Hauptquest zu verfolgen. So werde ich das wahrscheinlich machen. Aber was anderes fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Und da wir jetzt sowieso einen ziemlich langen Rift hatten, sozusagen, oder was auch immer, ist es eh egal. Und ich werde mich erstmal um die Nebenquests hier kümmern. Wie gesagt, wenn wir jetzt zum Baum des der Toten zurückkehren werden, bleibt uns nun die Reise in die nächste Welt, weil wir hier im Grunde genommen die Stadt der Toten erledigt haben. Es fehlt, wie gesagt, das Labyrinth der Seelenlenker, der abgesetzte König, zu dem wir jetzt laufen. Und ich meine, ist ja hier ganz unten, ne? Und ansonsten nur die Arena, die kann man aber auch von jeder Karte aus erreichen. Der war ganz hier unten, ne? Ich meine ja. Laufen wir da mal eben hin. Nee. Jetzt verlaufe ich mich gerade. Ich hab's befürchtet. Es kommt davon, wenn man ein Spiel jetzt Ewigkeiten nicht mehr angefasst hat. Ich glaube, hier ist es auch nicht. Mach mal auf jetzt hier. Ladevorgang, okay. Nein. Wir müssen doch wieder nach oben. Och Gott, ey. Es ist sorry. Es tut mir leid. Ich versuche es jetzt in einem... nein, nicht in einem Durchgang, aber ich versuche es jetzt fortzuführen, weil ich möchte das Spiel auch ganz gerne jetzt eigentlich zu Ende bringen. Uns steht noch etwas bevor. Ich glaube, das war hier, ne? Wir können abkürzen. Ja. Genau, wir brauchen jetzt nur mit dem Fahrstuhl runterzufahren und dann bringt er uns zum abgesetzten König. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, tot. Noch mal ein bisschen leiser für mich machen. Sonst kann ich mich selber nicht reden hören. Das geht gar nicht. Gut. Sind die... Oh, jetzt ruckelt es gerade. Warum ruckelt es hier so fürchterlich? Okay. Hm.
Wir können auch gleich mal eben, fällt mir gerade so ein. Ja. Darf mich bloß von dem nicht einfrieren lassen. So, also erstmal als erstes nach hinten. Warte, stopp. Und gleich die Gruftis rauslassen. Und dann werde ich auch gleich nochmal, wenn wir ihn mal ein bisschen runterkriegen können von seiner Gesundheit. Und nochmal. Aber das war diesmal tatsächlich mal sogar gut reagiert. Ich glaube, dann werde ich auch mal zwischendurch wohl einfach mal den Reaper rausholen müssen. Oh, jetzt hat er geblockt. Weg. Oh. Ja, schick, dass man zwischendurch einfach nichts sieht. Verdammt. Nein. Weg. Warte, können wir? Ja, können wir nochmal. Und nochmal exhumieren, bitte. Warte. Eben noch mal schnell. Nein, reicht noch nicht. Toll. Und er schiebt das Schild. So, komm her. Lass es raus. Gut, dann lassen wir sie noch mal. Die Gruftis raus. Und er hängt fest. So, Achtung, ich glaube, jetzt macht er seinen Eiswirbel. Oh. Danke. Und nochmal, komm. Den kriegen wir doch jetzt klein, verdammt nochmal. Das kann nicht angehen, dass wir das nicht schaffen sollten, verdammt. Komm. Er ist sauer. Wow. Gut, sehr schön. Komm, nochmal. Die Ghule und jetzt noch mal ein bisschen so draufhauen. Und weg. Oh, verdammt. Oh, und er kommt. Na, komm. Scheiße. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Solche unflätigen Wörter würde ich niemals in den Mund nehmen. Wer behauptet sowas? Und wir sind gerade... Komm, das kriegen wir doch jetzt hin. So, kommt die Ghule. Seid artig. Tut, wofür ich euch erschaffen habe. Und jetzt versuchen wir es mal als Reaper. Na komm schon. Komm. Also man sieht, der ist saustark. Selbst wenn ich durchgängig als Reaper auf ihn drauf haue. Oh, shit. Nein. Weg. Und nochmal, komm, das kriegen wir hin. Und wenn die Ghule den letzten Schlag landen, das ist mir vollkommen egal. Nein, du bist fast tot, verdammt nochmal. Komm, das schaffen wir. Ja. Okay, ich nehme mal an, das kriegen wir nur, wenn der abgesetzte König geschafft ist. Also Zepter des abgesetzten Königs. Argul, der abgesetzte König, schmiedete diese Keule, um sie im Kampf gegen seine verhasstesten Feinde einzusetzen. Das Zepter enthält die Essenz von Arguls kaltem Zorn und lässt das Blut seiner Opfer mit jedem Treffer gefrieren. Annehmen. Wow. Das war aber auch kurz vor knapp, würde ich mal so sagen. Nehmen wir gerne alles an. Und die beiden Truhen holen wir uns auch noch. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Achitna, sondern auch den abgesetzten König erwischt. Und dann holen wir uns noch den Ronhold und... Guck
Gut, dann haben wir hier das erledigt. Das Einzige, was ich sonst noch hier machen werde, ist dann das Labyrinth des Lilienlenkers. Das machen wir aber erst anschließend, wenn wir sämtliche Großgegner hier getötet haben. So. Dann ab nach oben. Wo? Gut. Boah, jetzt wird mir aber schwindelig hier von dem ganzen Gedrehe. Da geht's lang. Okay. Dann wieder raus. Und dann werden wir uns zum Baum teleportieren. Da wird dann sowieso was war das denn? Da wird es dann sowieso weitergehen für uns. Wir werden aber trotzdem erst wieder zu den Schmiedelanden zurückkehren und da dann die anderen erledigen. So, gehen wir mal eben auf die Karte. Also die was haben wir? Nee, das ist nur der Eingang. Ich wollte gerade sagen, haben wir eine Truhe vergessen? Sonst ist da ja nichts. Das Einzige, was wie gesagt noch auf uns wartet, ist das Labyrinth des Seelenlenkers. Ist aber nicht unbedingt relevant für das Weitergehen der Geschichte. Also von daher werden wir das dann anschließend anknüpfen. Okay, dann einmal zum Baum des Todes. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, Fokus auf den Feind setzen, der sich am nächsten befindet, wenn das mal immer so einfach wäre. Manchmal verliert er den Fokus auch. Kombination mit X und Y. Ganz ehrlich, manchmal im Eifer des Gefechts drücke ich auf alle möglichen Knöpfe. Gut, der Baum des Todes. Wie immer sehr einladend. Und da wartet der Krähenvater. Nicht so schnell, Reiter. Du folgst mir. Das tue ich. Ich werde hier bleiben. Beim Baum. Solltest du mich brauchen. Und Asches Schnabel spürt mehr als nur Leichen auf, Reiter. Folge ihm, dann wirst du den Schlüssel finden. Asche folgen, den Schlüssel finden? So einfach kann es doch nicht sein, Krähenvater. Du hast vielleicht recht, Tod. Die Zukunft ist ein Geheimnis, das nicht einmal ich hüten kann. Ja, das ist mal wieder sehr aufschlussreich und er hat uns hier das nächste Portal geöffnet. Beziehungsweise, nein, das ist das Portal zu den Spiegellanden. Hätte ich eigentlich sehen sollen anhand dessen, dass wir ja die Quest da markiert haben. Aber trotzdem hat er uns das nächste Portal geöffnet. Jetzt müssen wir eben schauen, wo das war. Hier oben. Ja, ich glaube... hier oben. Genau, da so oben sitzt Asche. So, und das Portal würde uns nach Ödlicht führen. Aber für die, die jetzt die Nebenquests uninteressant sind, geht es dann in Ödlicht weiter und in der nächsthöheren Zahlenfolge sozusagen. Für die anderen werde ich jetzt in die Schmiedelande zurückgehen und dort die anderen Bösewichte sozusagen, die anderen Bösis vernichten. Sprich, Moment, Quatsch, was mache ich denn da? So, wir werden noch Beitier finden und töten, den Ronhold. Achidna haben wir schon und den abgesetzten König ja auch. Da müssten wir eigentlich nur noch zu Tane hin. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die anderen beiden kaputt. Jetzt muss ich auch erstmal überlegen, wo Beitier eigentlich ist.
Ronhold ist klar, aber bei dir? Egal, wir können ja. Dann fangen wir mit Beitier doch einfach an. Dann setzen wir den mal eben auf aktiv und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Und nach Ödlicht gehen wir dann in, wie gesagt, in einer anderen Folge.